Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfall zockt. We are Football. Wir stehen kurz vorm Spiel gegen Hamburger SV. Und ja, Trainingsplan wollten wir noch bearbeiten beim letzten Mal. Und machen wir mal. So, Abwehr macht Pressing, Kurzpass, Spiel und Gegenpressing. Das Ding macht Zweikampf, das mal auch Zweikampf, aber an den Tagen, wo wir halt nichts trainieren. Müsste ich echt mal ändern, dass ich da irgendwie was austausche oder so, aber... Ach, komm. Wir hauen mal rein. Ich weiß noch nicht genau, wo ich Zweikampftraining reinpacken soll. Weil die Abseitsfalle sollten wir auch trainieren. Und das Unterzahl-Überzahl-Spiel sowieso und Pressing und Gegenpressing auch. Vor allem Pressing. Und hier machen wir ein Auslaufen und da machen wir Ecken in den Rückraum. Das muss ja auch mal besser werden. Und dann geht's in die Woche. Let's go. So. Chef Scout erstattet Ihnen einen Bericht. Hat der Jugendspieler gefunden? Oder sind das Leute, das sind alles Leute, die einen Vertrag haben? Das sind alles Leute, die einen Vertrag haben. Versucht die ganzen jungen Wilden hier, die mir was sagen, mal ins Blickfeld zu nehmen. Vielleicht ist hier einer dabei. Den wir doch irgendwie günstig kriegen könnten. Ich setze die alle mal drauf. Ja, weil was man hat, hat man. So, Weiterbildung. Arbeiten heute an einem Managerpunkt. Also wir halten ein, so rum. Ja, der unterschreibt nur für die erste Mannschaft. Das war ja klar. Langfristiger Vertrag mit Option für uns. Grundgehalt würde ich sagen, sollten 100.000 reichen. Da reichen 1.000 für die Siegprämie und wenn er aufläuft, also der wird ja kaum auflaufen, aber... So, sind wir bereit, 750 abzudrücken. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich habe alle Punkte mal vergeben, weil ich gefragt wurde, warum vergibst du nicht alle Punkte, sondern behältst immer noch welche über, um dann wieder hochzugehen. Deshalb, Achtung! Okay, es ging dann doch recht gut. Aber jetzt könnte ich ihm hier zum Beispiel entgegenkommen auf 110 und dann wird er vielleicht in der nächsten Runde auf 110 gehen und wir sind uns handelseinig. Jetzt muss ich versuchen, ihn hier weiter zu verhandeln und dann kommen wir mit Mühe und Not auf 110 und jetzt muss ich ihm nachgeben und wir treffen uns nicht. Und wenn ich nochmal verhandeln würde, dann wäre er weg. So, damit haben wir den verpflichtet. Und er kommt bei uns als RAV in die Mannschaft. 34, 42 hört sich besser an. Die Antwort auf alles. So, Sponsorentermin. Extrem unzufrieden über die Zusammenarbeit sind die. Wieso das denn? Wird einfach dahin geknallt. Sie sind extrem unzufrieden mit der Zusammenarbeit. Wie mache ich die zufriedener? Wie mache ich meinen Sponsor zufriedener? Was muss ich tun? Kann ich dem Spieler schicken? Nein. Kann ich ihn besuchen? Nein. Kann ich ihn einladen? Nein. Was muss ich tun? Charity? Ich habe keine Ahnung.
Steht nirgends. Steht einfach nur, Bonzo ist unzufrieden. So, Hamburg, wir kommen. Wir haben schon eine ganz gute Mannschaft auf dem Platz stehen. Da lohnt sich fast gar nicht mehr, noch großartig was umzustellen. Außer, dass wir mal diverse Leute reinholen, die wieder können. Der hier geht mal für den LAV. Melem, OM, dafür geht der Pike. So, und wir werden immer wieder die jungen Spieler austauschen jetzt. Oder Spieler von hier unten austauschen. Die wir dann mehr oder weniger mal auf den Platz einführen. Sagen wir es mal so. Und ich denke, dass er hier auch mal ganz okay wäre. Dass wir den eventuell mal mitnehmen, um einzusetzen. Und so werden wir dann immer wieder mal ihn oder einen anderen hier, so einen schwächeren, ja, den wir ausbilden wollen, werden wir immer wieder mal mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, was sehen wir hier? Wir sind im Sturm stark. Im Mittelfeld sind wir leicht unterlegen. In der Abwehr sind wir komplett unterlegen. Das heißt, die stehen hinten massiv drin. Haben auch einen Top-Torhüter. Und die haben einen 10er-Stürmer. Darf ich schreiend davonlaufen? Das wird echt eine Hardcore-Nummer. Wir sollten an unserer Aufstellung doch noch was ändern, sehe ich gerade. Ich habe die Leute ja nur auf die Bank gesetzt. So, den können wir wieder einsetzen. Und den können wir wieder einsetzen. Oh. Ich weiß nicht, ob wir den wieder einsetzen können. Der sieht doch noch ziemlich fertig aus. Den können wir mal einwechseln. Dass er wieder in Gang kommt. So, und dann würde ich sagen, Mittelfeld sind wir jetzt gleich stark. Sturm gewinnen wir, Mittelfeld sind wir gleich stark, Abwehr verlieren wir. Ja. Und die haben einen Top-Stürmer. Wir sind bei 85, die sind bei 92. Easy. Wir spielen weiter vorsichtig defensiv, in der Hoffnung, dass wir denen irgendwie einen Strick drehen können. Eine wirkliche Schwäche haben die nicht, außer die LAV und RAV und den Torwart. Ne, das Torwart sind wir. Außer den, ne, die haben keine Schwachstelle. Ich weiß nicht, auf wen ich da gehen soll. Wir gehen auf gar niemand. Geschissen drauf, wirklich. Es ist, ja, viel Glück, Parson. Dann gibt es wieder 3 Punkte unter Plan. Was ist der Plan? Platz 11. Wir stehen weit über Platz 11. Wo ist das Problem? Die schlechten Spiele zuletzt. Also ich weiß nicht, 1-0 gegen den Tabellenführer zu verlieren, ist das ein schlechtes Spiel gewesen? Schlechte Leistung? Genau, das sage ich. Ich will sehen, dass ihr heute Spaß bei der Arbeit habt. Und wenn ihr gewinnt, dann gibt's trainingsfrei. Und jetzt geht raus und ballert die vom Feld. Die Hamburger können doch nichts. Es regnet. Parson schießt und leider vorbei. In der ersten Minute direkt aufs Tor geballert. Wir haben übermäßig viel Ballbesitz. Die anderen haben gar keinen. So langsam erobern sich so ein bisschen Ballbesitz zurück, aber wir sind, nein, die sind am Freistoß schießen. Und Schuhen hält.
Ja, jetzt geht's schon mehr so, wie ich gedacht habe, wie es läuft. Das Fiese ist, die haben auch Heimvorteil. So, die haben Verletzten. Und wir haben mal wieder einen Angriff. Mai trippelt sich ins Zentrum. Wir haben ein Elfmeter-Tor gemacht. Afgi schießt ihn rein. Ich kann den Namen. Afgi schießt ihn rein. Wir führen 1-0 gegen Hamburg. Ich glaub's ja nicht. Ich habe das gar nicht realisiert eben, dass wir einen Elfmeter kriegen. Aber denke ich, das ist doch mein Spieler, der da vorm Tor steht. Ja, und das war dann der Ausgleich, ne? Es geht ja nicht, dass wir führen. Das Ding der Unmöglichkeit. Naja, aber immerhin, wir sind in Führung gegangen und dann haben die anderen erst nachlegen müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, geht gar nicht. So, unsere Stürmer. Vielleicht sollten wir den einfach mal loben. Vielleicht sollen wir einfach mal sagen, du hast gut gespielt. Genauso auch dem Skarke. Vielleicht brauchen die das, dass man denen sagt, hey, ich sehe deine Anstrengungen. Dann gucken wir mal, was passiert. Die fanden ihre Leistung okay. Bei einer 4,0 fanden sie ihre Leistung okay. Wollen die mich verarschen? Alter, dem Schuhen müssen wir ein Denkmal bauen. Kann mal einer von uns den Ball abfangen? Ja. So, wir wechseln Spieler ein. Wir machen uns mal richtig schwach jetzt. Kriegen wir vielleicht den Schwächebonus. Wir wechseln Adam aus. Bringen Mascheke rein. Unser Stürmer, ey. So, hier den Stürmer rein. Dann will ich mal den ganz Jungen hier sehen. Mal gucken, was der macht. Kann noch einmal wechseln, ne? Dann wechsle ich in Berko ein für den Skarke, weil der Skarke, da ist ja irgendwie, also ich habe die Vierer da jetzt mal. Das geht ja gar nicht. So. Also wenn wir verlieren, dann richtig. Ja, Fallrückzieher, claro. Wenn sie einen 10er Stürmer da drin stehen haben. Oh, wegen Foul wird das Tor nicht gegeben. Wieder mal. Das ist in letzter Zeit öfter mal das, was nicht gegeben wird. So, Freistoß von uns. Platte im Kopfball rüber auf Mai, der mit dem Steilpass. Wo will der hin? Mit dem Steilpass. Schieß doch mal drauf, Mann. So, Ecken, die haben wir gut studiert. In Strafraum, auf Pfeifer und der macht ihn rein. 2-2. Wahnsinn! Ein Punkt gegen Hamburg wäre der Hammer. Die haben so einen starken Leute da drin.
Boah, knappe Nummer. Und die sind alles weiter am Drücken. Ich würde gerne mal Pause machen, um zu gucken, was da so... Ja, da ist er drin. Aber, nee, die haben auch noch einen Elfmeter. Alter, das gibt's doch nicht. Nein! Der Pfeifer schießt den Ball dem Gegner vor die Füße. Jetzt werden wir abgeballert hier. Ja, und ihr sagt, ich soll mal gucken, was die für eine Spielphilosophie haben. Ganz im Ernst, das geht so schnell. Die ganze Zeit habe ich einen Bildschirm vor mir. Jetzt sehe ich es. Angriff, Fußball mit kurzen Pässen, ja. Auf, noch einen. Jawohl, ja. Jetzt lassen sie sich ganz schön abziehen hier. Und dann wieder abseits. Komm, pfeif einfach ab. Ich kann das Elend nicht mehr sehen. Es war so ein gutes Spiel und auf einmal, ich habe sie wahrscheinlich da geändert. Haben sie wahrscheinlich hier was geändert und haben die Spielphilosophie umgestellt und wir hätten wahrscheinlich Park und Bus oder so umstellen müssen, aber ist ja jetzt eh vorbei. 5-2 ist eh vorbei. Du kriegst halt null Änderungen mit. Du konzentrierst dich hier auf, was da auf dem Spielfeld abgeht. Da unten, da wird geändert. Du, ist das halb verdeckt durchs Spielfeld. Gott, die haben auch noch einen Ulreich im Tor. Ja, genau, macht noch einen Konter. Dann steht 6-2. Der hat man nicht getroffen, ein wahres Wunder. So, letzte Aktion hoffe ich doch. Wir haben 3 Tore gemacht und trotzdem verloren. Das ist traurig, aber wahr. Ein Hinterseher hat ein Eigentor geschossen. Aber guckt euch mal an, das sind die letzten Gegner gewesen da oben. Düsseldorf, Hamburg, Aue. Gegen die darf man doch mal verlieren, oder? Immer noch am 5. Schon wieder so ein doofes Interview. Was wollen sie denn jetzt? Leistung ihres Teams. Ja, ging so. Also, heute ging es durchaus zur Sache, oder? Beide hatten ihren Anteil. Ja, die Besten der Welt. Keine Ahnung. Läuft dieser klappige Zeitstrahl darunter? Gibt es irgendwelche Interviews? Also es gibt hier so viele kleine Punkte, die mich einfach... Wird ja gefragt, was genau mein Problem denn wäre. Ich soll es doch benennen, obwohl ich im Video gesagt habe, ich kann es nicht benennen. Das sind so viele kleine Punkte an so vielen kleinen Stellen, wo ich denke, warum? Und das Schlimme ist, ich habe ja ein bisschen Ahnung von Game Design. Ich habe da ja Bücher drüber gelesen und Kurs drüber gemacht. Ich habe sogar ein Zertifikat darüber von der Universität, dass ich da einen Kurs besucht habe. Und du siehst hier drin so Game Design Schwächen, wo ich mir die Frage stelle, what? Und das Schlimme ist, in seinen 6, 7, 8, 9 Fußballmanagern, die er da vorgemacht hat, hatte er die Probleme doch gar nicht. Laurenz Beckmeier, haben sie den gekauft? Der hat ein rotes Trikot an, das ist doch keins von uns. Ihr Co-Trainer hat herausgefunden, 15 Fortschritt bei der Fähigkeit Paraden gemacht hat. Stellen Sie das Trainingsziel um, wenn er es komplett erlernen soll. Ja, der ist doch kurz davor, das abzuschließen. Da stelle ich doch nicht auf Paraden um. So. Wir haben 9 Stufe 4. Jugendspieler. Rüsen. Avar, zentrales Mittelfeld, 19 Jahre alt. Der ist noch in der Jugend mit 19, sondern nicht weggeworben, abgekauft. Schon wieder der.
Gab's da nicht mal Beschwerden, weil wir uns so oft immer um die gleichen kümmern? Komm, um einen, wo wir uns noch nie drum gekümmert haben. Wir wollen Spielerförderung und Abschluss trainieren. Das ist ja ein Drama, wie die vorbeischießen. Das Präsidium ist langsam nicht mehr gut gelaunt, aber ich weiß nicht, wo ihr Problem ist. So, wo ist er? Da ist er. Der ist 19 und 3,9. Das wird nichts mehr. Der Präsident Rausch nimmt sie zur Seite und erklärt ihnen, dass es gegen diese Maßnahmen großen Widerstände im Trainerstab gibt. Wir haben nicht mehr viel taugliche Spieler im Kader, sagt er. Man verweigert mir sogar, einen schlechten Spieler zu streichen, wenn er 19 ist. Ernsthaft? Dieses Spiel. Dieses Spiel. Kein Kommentar mehr. Wirklich. So, was sagen die Stunden? 44 hatten wir. Was sagt der Stresslevel? Wir sind gestresst. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwann mal hin, dass wir wieder erholt sind. Und dann soll es doch hoffentlich passen. Ja, und wenn irgendeiner weiß, wie ich Jugendspieler von anderen Vereinen abwerben kann, wie ich sehe, wo die. Also, wie ich sehen kann, was die für Jugendspieler haben und wie ich die abwerben kann. Schreibt mir das auch bitte mal in die Kommentare, weil ich bin zu blöd dafür, das rauszukriegen. Und es klingt irgendwie wie ein Feature, was sie eingeführt haben, weil das irgendjemand gefordert hat, ohne es wirklich zu durchdenken. Und jetzt kann man zwar Jugendspieler abwerben, aber man sieht nicht, wer die Jugendspieler sind oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich blick vieles hier nicht. Vielleicht kapiert ihr das und blickt da durch und könnt es mir irgendwie erklären und dann kann ich das in Zukunft auch nutzen, weil ich würde gern Jugendspieler verpflichten von anderen Vereinen, würde gerne Leute rüberholen. Also wenn ich mir überlege, ein schlechter Jugendspieler bei Bayern München wäre für uns ein Ersatzspieler, den wir aufbauen können zum Stammspieler. Das muss man sich ja mal vorstellen, ja? Und wenn dir dann so ein Jugendspieler, der bei denen keine Perspektive hat, zu uns holst, können wir uns eine starke junge Mannschaft aufbauen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich an die rankommen soll. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin hier raus, sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.